Hey Leute, und nur ein ganz kleines Vorwort zur aktuellen Folge The Forest. Denn wir sind so gefühlte 1,5 Stunden Aufnahme verloren gegangen. Warum auch immer, die waren alle beschädigt, ich konnte nichts mehr mit dir machen. Ich hoffe, sowas passiert nicht nochmal. Auf jeden Fall wurde die alte Welt, die wir hatten, die schöne, gelöscht mit der Verlagerung und so. Und wir haben jetzt eine neue Welt und ja, ich glaube, den Rest nee, der wurde ja gelöscht, stimmt. Ja, auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge und wir bauen uns jetzt einfach auf der nächsten Welt schön auf. Tschö. Jo, Leute, und willkommen zurück zu Minecraft Survival Games, wollte ich schon sagen. Nein, es ist The Forest mit mir und meinem Hunger. Und ich habe kein Feuer. Ich brauche Steine. Ja, das ist ein guter Folgenstart. Was ich mir für die Folge heute vorgenommen habe, ist endlich mal ein bisschen zu bauen. Ja, erstmal Holz hacken gehen und so eine Scheiße. Und dann mal ein wenig bauen. Ja, wenn ich wüsste, wo es hier Steine gibt, könnte mich das weiterbringen. Ohne Spaß, ich verhungere. Nee, das wäre echt ein trauriger Tod. Habe ich Stöcker? Ja, habe ich. Go, 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 go. Vielleicht kann ich mir erstmal so ein Easy-Feuer machen. Hier zwischen den Steinen. B. Fire. Oh, gut. So. Ich weiß gar nicht, ob man verhungern kann, aber ich hatte gerade schon das Gefühl, dass ich verhungere. Also so ganz langsam. So. Aber jetzt kriege ich ja erstmal einen Lego an zum Essen. Das sind Flares. Flaregun ist ja futsch. Na komm, werd fertig. Wie duckt man sich nochmal? Ach ja, mit Steuerung. Gut. Irgendwo Freunde zu sehen. Nüpp. Sind's nicht, dann bauen wir uns erstmal was wir uns bauen wollen. Das hat schon wieder viel Sinn gemacht worden. So. Erstmal einen schönen kleinen Ring hier. Muss ja sein. Kennt man ja nicht anders von mir. Auch wenn die hier hinterher zur Hälfte in der Luft schweben werden, aber das macht ja gar nichts. Die können ja nicht durchwandern. Nee, so hatte ich das jetzt nicht geplant. Ja, also höher muss. Jetzt baue ich es einfach hier irgendwie hin, ne? Weil ich aus Versehen drauf gekommen bin. Ich kann das auch nicht mehr wieder wegmachen. Ja, so kann man übrigens auch bauen, Leute. Das wird wunderschön. Also wer noch nicht so gebaut hat, der hat echt was verpasst. Nein. Ach, das ist so nervig. Gut gemacht. Jetzt möchte ich so langsam mal hier die Kurve kriegen. Und ja, das andere machen wir dann danach. Jetzt müssen wir uns erstmal in die Arbeit machen, ein bisschen Holz zu fällen. Zwischendurch ein paar Möwen. Ach, dann halt nicht. Ich muss jetzt echt produktiv sein. Go, 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 go. Das Ding ist groß. Das gibt viele Baumstämme, hoffe ich mal. Und ich will, dass das zu dieser Seite fällt, wenn das überhaupt in der Engine richtig mit drin ist. Nein, ist es nicht. Hätte ich mir aus irgendwelchen Gründen auch schon denken. Alter. Können. Zuerst schnapp ich mir die. So.
ich krieg meine Axt einfach nicht wieder. Das ist gerade übrigens meine Mutter, die kurz einmal hier rein musste. Ja, da war eine Feder. Und jetzt den noch, dann haben wir schon mal eine Mauer nicht fertig, weil die 6 brauchen. Okay. Da ist gerade eine Möwe durch unser Inventar geflogen. Machen die halt schon mal gerne. Es soll noch lange hell bleiben. Ich habe keinen Bock auf die Nacht. Ich möchte schön produktiv sein. Das geht tagsüber dann doch ein Stückchen besser. Vor allem, weil ich noch keine Abwehr habe. Oha, die hat mich minimal erschreckt. Ich dachte gerade schon, was ich da so getötet habe, aber das war dann eine Möwe. Der Baum fällt natürlich direkt in den Wald rein, so wie das muss. Ja, ja, come on. Oh Gott. Orientierung, da. Alles klar. Bleibst du bitte hier? Ich brauche jeden Baumstein, den ich kriege. Die Schildkröten liefern sich auch ein geiles Rennen. Auf jeden. So, eine Mauer haben wir dann schon mal. Das ist ja echt... 47 Baumstämme brauchen wir für die Scheiße. Das ist heavy. Axt. Alter. Du bleibst hier, Kollege. Nein. Hier geblieben. Ein bisschen Sport dabei noch machen, mit 2 Baumstämmen springen. Ist ja nichts. Mache ich täglich, um ein bisschen in Form zu werden, ein bisschen Workout, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Auf jeden Fall jetzt schon lange Zeit ohne Gewitter und ein schön langer Tag, aber die Schildkröten machen sich wieder zurück. Ist das irgendein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Krass auf jeden Fall, so lange ohne Gewitter und die Stuff ist. Boah, das ist aber ein Dicker hier. Boom, boom. Bum, bum. Kann jetzt mal kaputt gehen? Alter. Das ist ein Scherz. Das ist so ein Mini-Ding. Ich dachte, das wäre der mega fette. Naja. Haben wir halt dann noch einen Baum mehr. Mit unserer schön in der Luft schwebenden Wand, hinterher können wir immer drunter her gucken, was draußen vor sich geht. Ob da vielleicht jemand auf uns wartet. Man weiß es ja nicht. So, zack und zack. Dann haben wir auch schon die 2. Mauer fertig. Wenn mir die Welt nochmal gelöscht wird, das wäre echt scheiße. Nee. Axt. Wir haben 3 Äxte. Das ist aber die beste. Und
Das sieht auf jeden Fall krass hier aus. Zwei Bäume ineinander wachsen, das ist echt... What the fuck? Der ging ja mal übel schnell, ich hab den einfach so abgehebelt. Oha. Die fliegen weit weg. Oh, das war schon wieder meine Mutter. Obwohl die weiß, dass ich in der Aufnahme bin, redet die einfach trotzdem. Das ist ein bisschen nervig. So. Da hinten will einer einen Abgang machen, aber nicht mit Torben. Da wollen ganz viele einen Abgang machen. Ja, ja. Die Spielchen kenne ich schon, Alter. In die Richtung. Jawohl, so ist gut. Alter, haben uns lange keine Ureinwohner besucht. Das ist ja echt komisch. Ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Stelle gefunden, um zu leben. Zack. Ah. Wenn wir den ganzen Wald hier weggeholzt haben, können wir auch gucken, ob von weiterer Entfernung, aus weiterer Entfernung welche kommen. Oh Mann, immer das Gewitterei. Aber wir wurden ja jetzt schon lange Zeit verschont. Und wenn es ein Horrorsimulator sein soll, muss es ja auch mal gewittern. Also mal ist in dem Spiel minimal untertrieben. Boah, genau in den Wald rein, ey. Fick dich. Aber ich glaube, wir haben hier wirklich eine ganz gute Stelle, wo sich die Ureinwohner nicht so oft hin verirren. Auf ihren Reisen. Aber hier macht bestimmt noch der ein oder andere mal einen Strandspaziergang entlang. Das wäre doch sonst ziemlich komisch. Das wird auf jeden Fall unser schönstes Zuhause, was wir je versucht haben zu bauen. Hässlicher geht's ja nicht. So, kannst du hier mal bitte... Danke. Kannst du auch das einmal... Nachricht? Habe ich so einen Speer? Ja, habe ich. Dann kann ich Fische angeln gehen, wenn mir die Leguane ausgehen und ich keine finden sollte. Ich habe sogar volle Rüstung. Das ist ziemlich krass. Jacko. Nice one. So, I. Axt. Ich glaube, ich habe keine Feder bekommen. So. Wieder volles Leben. Volle Energie. So muss das. Da können wir direkt weiter Bäume fällen gehen. So. Die Möbel fliegen mir ja zu schnell. So, den nächsten. Ach guck mal, kaum hört es auf zu gewittern, fängt es natürlich auch schon wieder an. Ist ja quasi wie in Deutschland in dem Sommer hier. Boom, diesmal kein Katapult.
Ein Baumstamm noch, dann habe ich die Mauer fertig. Zack, jetzt kommt die Tür. Das stimmt gar nicht, ich brauche noch einen. Hä? Wo gehen die Baumstämme denn hin? Bin ich dumm oder so? Jetzt brauche ich nur einen. So. Ach, die ging an die andere, da unten hin. An die Tür. Okay. Einer liegt da noch, den nehmen wir mit. Ja, dann haben wir die schwebende Mauer schon mal und jetzt kommt die Anbindung dann zu den schön stehenden Mauern. Ja, wir machen hinterher auf jeden Fall noch außen den Ring drum, damit man das Hässliche nicht mehr sieht. Außerdem hilft ja ein Doppelter, weil sowieso mehr. Ne? Seht er aus so. Ich hoffe dann mal nicht, dass die wieder einen auf Sneaky machen und von hinten durchs Wasser kommen. Ja, komm, Stick. Dann halt nicht, bin ich halt voll mit Stöckern. Sehe ich da einen Stein? Ja. Jawohl, ein Stein. Nice. Ja, ich muss sagen, der Tag dauert ziemlich lange. Das gefällt mir und es gewittert nicht mehr ganz so viel. Und wenn es gewittert, hört es ziemlich schnell auf. Das ist ein Blizzard, aber jetzt bin ich gerade hier beladen und ich habe keinen Bock, die jetzt fallen zu lassen. Andermal. Dum, 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 dum. Wir können ja in aller Ruhe bauen, was ist schon los mit den Ureinwohnern, ey. So, Tür. Fertig. Nächste Mauer. The answer is no. Dum dum. Immer noch keine Ureinwohner zu sehen. Okay. Für einen Stein. Ich will auch keine Sticks carryen. Gib mir doch einmal den Baum. Verarsch mich doch nicht, ich weiß, wo das ist. Danke. Ich weiß ja, dass ich zwei Baumstämme auf einmal tragen kann. Jetzt wird es langsam Abend. Würde ich behaupten. Weil es so gelblicher wird. Rötlicher meine ich natürlich. Aber das hält uns erstmal nicht davon ab. Wir gehen dann gleich einfach pennen. Und dann geht's weiter. Mit unserer Produktivfolge. Da liegt auch noch ein Baumstamm rum. Ganz alleine. Komm her, ich werde dich verbauen. Den hole ich mir aber diesmal. Penner. Zack. Uah. Ist mal angesprungen. Hier ist echt keiner von denen unterwegs. Was ist denn los? Ah komm, ich will nur einen Baum fällen, damit ich wenigstens die Mauer fertig habe. Und dann von der Seite hier erstmal einigermaßen gut geschützt bin. Dann können die halt nur noch von der Seite kommen. Dann kann ich die ganz gut da reinlocken. Den Baum hier hole ich mir noch.
Ich mache einfach weiter bis tiefste Nacht. Ist okay, Leute? Ist in Ordnung, ne? Also bis man nichts mehr sieht. Ich wette dafür, dass jetzt keiner da ist, werden die hier in der Nacht alle vorbeikommen. Ey.